Hallo, einen schönen guten Tag aus dem österreichischen Waldgarteninstitut. Wir haben heute den 1. Jänner 2021 und ich möchte euch kurz in unseren essbaren Waldgarten entführen, in die Märchenwelt unseres essbaren Waldgartens. Heute an diesem wunderschönen Tag schaut es richtig verzaubert aus. Da kann man es glauben, wenn so manche schon bei uns Elfen gesehen hat und sphärische Klänge gehört hat. Also, alles in den Rauhreif eingetaucht. Statt dem Kleid der Blätter eben der Rauhreif. Ja, das hat Wels eben auch so an sich. Es ist bei uns immer sehr nebelig, eigentlich immer sehr trübes Wetter, gerade im Herbst und im Frühling. Aber auch dieses trübe Wetter bietet seine Reize. Man könnte sagen, wir haben immer ein sehr mystisches Wetter, wenn man es positiv sehen will. Da sieht man die Reste des vergangenen Jahres, das ist so abspült. Ja, ich liege auch gerade in den letzten Zügen meines Buches oder unseres Buches über unseren essbaren Waldgarten. Es wird gerade fertiggestellt, Korrektur gelesen. Die letzten Layout-Fehler werden korrigiert. Und ich denke, es wird ein sehr spannendes Buch mit einer großen Bandbreite an Berichten, an spannenden Artikeln und an Wissenswerten. Das Buch wird jetzt dann irgendwo in den nächsten 2 Monaten auf den Markt kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf das Buch. Und ich kann euch mit dem Buch auch ein wenig inspirieren, einen Waldgarten, einen essbaren Waldgarten anzulegen. Da sieht man, super verwunschen alles hier bei uns. Ein traumhafter Garten auch in der kalten Jahreszeit. Und es liegen sogar noch ein paar genießbare Früchte herum. Da haben wir eine Quitte am Boden. Die kann man noch verwerten. Und weiter hinten gibt es noch den Mispelbaum. Da hängen auch noch Mispeln drum. Ja, soweit, so gut. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Und schau mal, was wir zu Wege bringen in diesem Jahr. Alles Liebe, euer Bernhard Gruber.